Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Wir sind im Frühling des zweiten Jahres angekommen. Man sieht schon, es ist ein kleines bisschen zurückgegangen mit dem Geld. Allerdings haben wir uns auch gerade erst den Aufbau oder das Upgrade der Bahn gegönnt. Wir haben außerdem natürlich die neuen Felder angelegt. Und die Bäume für den Sommer auch schon mal eingepflanzt. Das heißt, das Geld, was wir da noch haben, ist tatsächlich mehr oder weniger gerade übrig. Damit könnte man natürlich noch ein bisschen was anfangen, aber ich bin noch nicht ganz sicher, was ich damit genau anfangen möchte. Vielleicht ja noch den Aufbau eines weiteren Farmhauses, ein Stall zum Beispiel, das würde man noch anstehen. Außerdem müssen wir unser Haus ja auch noch irgendwie upgraden. Mal ganz davon abgesehen, dass man natürlich auch so, glaube ich, noch eine Menge kaufen kann. Rezepte zum Beispiel, also Geld, denke ich, sieht aktuell ganz brauchbar aus, denn ein paar Rücklagen sollte man zur Not ja auch immer haben. Aber gut, ich quatsche mich sonst schon wieder fest hier. Der vierte Frühling ist es. Einen Tag haben wir ja, was die Ernte angeht, leider ein bisschen verbraten. Aber wir fangen einfach mal an, machen einfach mal weiter und schauen mal, was denn der Frühlingsanfang sonst noch so bringt. Ich muss mal gerade hier auf den Kalender gucken. Ich bin nämlich nicht ganz sicher, Kent hat heute Geburtstag. Den kennen wir auch erst seit Anfang dieses Jahres, ne? Das war der Mann von... Das war der Vater von ihm, oder? Von Vincent. Ich weiß gerade, ehrlich gesagt, gerade ganz kurz nicht, wie die Frau heißt. Das ist ein bisschen traurig. Aber gut, wir schauen erstmal, was sagt denn das Wetter so für die nächsten Tage? Wir haben natürlich Kosu 5, Wetter, News und Entertainment. Morgen wird es klar und sonnig, das ist schön. Der ganze Frühling war bisher recht klar und sonnig. So sollte das auch sein. Was sagen die Geister? Sind die Geister heute zufrieden? Haben wir heute ein kleines bisschen mehr Glück oder eher weniger? Oh, heute haben wir eher weniger, sondern nicht nur weniger, sondern ungefähr gar keins. Oh Gott, okay, sie mögen uns heute nicht. Living off the land. Vielleicht wieder ein Tipp für das Frühjahr. Fische, Aale. Aale kann man im Frühjahr und im Herbst fangen, an regnerischen Abenden oder Nachmittagen im Ozean. Da sollten wir uns merken, Aal brauchen wir, glaube ich, für irgendetwas. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, für welches Bundle. Wahrscheinlich Ozean oder Nacht. Hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Hallo Lea. Hallo Snizzle. Hast du diesen Nachmittag Zeit? Ich habe es inzwischen geschafft, meine Artshow vorzubereiten und die würde ich gerne heute Abend oder Nacht auf dem Town Square, also in der Stadt, abhalten. Komm noch zwischen 3 und 5 vorbei, wenn du da sein möchtest. Natürlich wollen wir das. Oh, sie hat tatsächlich ihre Artshow. Sehr cool. Okay, und Post gibt's auch noch. Snizzle, es sieht so aus, als würdest du langsam ein bisschen besser mit den Leuten aus der Stadt zurechtkommen. Wenn du jemanden zeigen möchtest, dass du romantisch interessiert bist, dann kauf ihnen doch oder gib ihnen doch ein wunderschönes Flower-Bukett. Bukett? Spricht man das so aus? Ich bin es nicht genau aus. Ich verkaufe gerade eins für einen sehr fairen Preis. Wenn du vielleicht irgendwann eine Familie starten möchtest, ist das der erste Schritt, Pierre. Okay. Message received. Lea mag uns, glaube ich. Gut, ich gucke mal ganz kurz auf den Feldern. Es ist aber erstmal noch nichts. Steht da so an. Das ist schon mal ganz schön. Hier unten haben wir das irgendwie verbraten, ne? Das ist traurig. Naja, okay. So, erstmal zack. Die ganzen Bäume einmal schubsen. Zack, zack. Zack. Das auch. Ich habe jetzt gehört, dass ich das auch nicht unbedingt jeden Tag machen muss. Die scheinen tatsächlich auch ein, zwei Tage ohne mich klarzukommen. So, hallo. Hallo, hallo. Na, ihr beiden. Und auch Robin ist gerade da. Die soll das ja aktuell ausbauen. Ich bin gespannt, wer noch so bei der Art Show da ist. Ob da der Rest der Stadt auch da ist. So, Jacardo hat leider wieder keine Milch. Das ist traurig, aber Lella, auf die ist Verlass. Die hat Milch. Ja, komm, machen wir mal ein bisschen Käse von. Das lohnt sich, denke ich. Hier haben wir nur Platz für einen. Wobei, wir können natürlich noch auf der anderen Seite was hinpacken. Hallo, ja, ihr kleinen Wollknäuel und Federviecher. Ich weiß gar nicht, was das, wer das alles ist hier. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht noch eine Ente ausbrüten soll. Wir haben ja noch extrem viel Platz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben noch eine Menge Platz drin. Komm, wir brüten mal noch eine Ente aus.
So. Dann wird der Rest hier verkauft, beziehungsweise kann ich da auch noch was? Hier ist vielleicht so eine Aprikose. Das ist, glaube ich, eine Aprikose, oder? Ja. Und eine Kirsche. Packen wir beides mal da rein. Den Rest verkaufen wir. Die Eier ebenso. Jetzt habe ich nicht geguckt, was gerade mit den... Mit den Pilzen abgeht. Da müssen wir natürlich auch nochmal gucken. Zwischen 3 und 5. Sagt uns das Spiel da nochmal Bescheid oder eher nicht so? Ich bin nicht ganz sicher, ob es das tut. Wenn nicht, wäre das doof. Ich behalte die Pilze mal erstmal im Inventar. So, ich gucke mich mal ein bisschen hier um. Hier liegen aber noch eine ganze Menge eine ganze Menge Samen und so. Langsam kommen hier wohl wieder Bäume hin. So, dann kann ich nochmal ein bisschen hier Hölzer weghacken, denn die nerven sonst vielleicht tatsächlich. Genauso kann ich das eigentlich mit den Steinen mal machen. Werde ich auch demnächst mal tun, aber erstmal jetzt die ganzen Äste. Die stören nämlich wirklich so. Hier geht auch lang. Ach ja, was ich auch auf jeden Fall noch machen wollte. Das habe ich nämlich letztes Mal verpeilt, ist die Tatsache, dass ich nochmal mehr Gras kaufen muss für unsere Wiese da oben. Denn die Tiere haben das tatsächlich alles direkt erstmal weggefressen. Das ist natürlich blöd, das war nicht der Plan. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch bei Pierre vorbei. Es ist Donnerstag, ne? Das heißt, der wird ja wohl aufhaben. Alles kein Problem. Dann machen wir das jetzt zuerst, bevor das Fest nämlich nachher losgeht. Fest, sage ich schon, die Art Show. Das ist jetzt quasi ein, oh, guck mal, Honig. Ein außerplanmäßiges Fest, könnte man sagen. Honig brauche ich für nichts, ne? Nö. Glaube nicht. Zack, 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 zack. Oh, ja, das Holz brauche ich nicht unbedingt verkaufen. Da habe ich auch gerade eine Menge von verbraucht. Ja, wobei wir haben immer noch extrem viel. Passt schon. So. Dann wollen wir doch mal. Ich gucke auch hier nochmal ganz kurz. Wenn wir schon mal da sind, gibt es hier vielleicht noch, das ist zum Beispiel eine Blume. Guck mal, die nehmen wir natürlich mit. Blumen sind immer gut. Das ist sogar eine silberne Blume. Schau sich das mal an. Ich brauche hier eigentlich auch nicht alle, ne? Ich nehme erstmal hier die Dandelions mit. Außerdem wollte ich mal gucken, wem habe ich denn alles? Lea habe ich schon, Abigail könnte ich noch ein Geschenk machen, Robin auch, die ist doch bei mir da sogar in der Bahn, das könnte ich doch auch machen. So, Linus könnte auch noch ein Geschenk vertragen, eigentlich, und wir gucken einfach mal, Penny auch, wem wir hier noch alles eine Blume in die Hand drücken könnten, also Linus sollte man vielleicht nicht unbedingt eine Blume schenken, ich glaube, da steht er nicht so drauf. Ach ja, und oh, genau, habe ich irgendwas für ihn, ganz ehrlich. Der kriegt jetzt so ein Ding. Ich hoffe, der mag das. Weil eine Blume weiß ich nicht, ob ich ihm geben möchte. Aber ich habe seinen Geburtstag nicht vergessen. Na, immerhin ein Herzchen. Na, bist du ein Freund von meinem Sohn? Du kennst ihn vermutlich ein bisschen besser als ich. Das geht so. Besonders toll kenne ich den auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Okay, da ist Penny. Guck mal, die ist auch wieder da. Bitteschön, danke, das sieht sehr besonders aus. Wir sind wirklich haben wir sehr viel Glück, eine Bibliothek in der Stadt zu haben. Das ist nicht falsch. So, wir gucken mal gerade. Erstmal gibt es hier außerdem noch, flup, was haben wir denn da? Mani möchte gerne. Joja-Cola, nein, das kriegen die nicht, nicht von mir jedenfalls. So, hallo, ich hätte gerne noch ein bisschen... Ja, ich habe es halt verkackt, ne? Aber ich kaufe jetzt auch noch ein bisschen mehr. Dann geht das nämlich schneller. So, ist Abigail vielleicht zu Hause? Hallo? Ja, sie ist tatsächlich zu Hause. Guck mal, dann kann ich ihr direkt... Hallo? Ich muss zum Doktor später. Das ist traurig, das tut mir leid. Oh, das sagt sie mir auch mehrmals. Aber, hier habe ich eine Blume. Vielleicht geht es dir dann ein bisschen besser. Du hast mir ein Geschenk gebracht. Dankeschön. Guck mal. Und das schon mal... Und, oh, guck mal, ich glaube, da ist sogar auch eins dazugekommen. Oh, guck mal, wir sind auch hier quasi schon voll ausgebaut bei Lea. Okay. Ja, die war vorher unter Linus, ne? Das heißt, da haben wir jetzt gerade auch noch ein Herzchen gekriegt. Robin mag uns auch schon. Henny geht so. Jetzt guck ich mal, warte mal. Ken mag uns wahrscheinlich lieber als seine Frau. Nee, Caroline mag uns auch ein bisschen. Das ist okay. Caroline hieß die. I see. Na gut. So. So. Dann gehe ich mal einfach runter ein bisschen in den Wald. Was wir natürlich beim letzten Mal auch verkackt haben. Zack, ist die Quest, bei der wir Lea ein Leak besorgen sollten. Das ist natürlich schade. Ich hoffe, das wirkt sich nicht negativ aus. Aber da kann ich jetzt gerade nichts machen. So, hi Lea. Hallo, da unten läuft sie.
Wolltest du nicht deine Kunstshow vorbereiten? Hör mal. Hä? Na, lass dich anquatschen. Ich bin etwas nervös. Deswegen läuft die hier so rum, wa? So, ich gehe nochmal kurz einmal hier so rundrum und gucke ein bisschen und dann gehen wir auch dahin. Aber hier unten könnte noch irgendwas sein. Und ich brauche ja immer noch ein bisschen Foraging-Skill. Das heißt, wenn ich ein bisschen Sachen suche und finde, dann gibt das hoffentlich auch noch ein bisschen Skill, den wir ganz gut gebrauchen können. So, außerdem hätte ich gerne noch irgendwie diese ganzen Frühlingsfrüchte und so. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Ich könnte außerdem mal zusehen, was so eine... Oh, ich muss auch noch das Gras natürlich einpflanzen. Aber das machen wir, glaube ich, nachher, wenn ich nach Hause komme. Das können wir auch noch mehr oder weniger nachts machen. Ist kein Problem. So. Die Spring Onions braucht irgendwie keiner. Wobei, die könnte ich eigentlich... Die Spring Onions könnte ich natürlich auch eigentlich erstmal ein paar noch in den Kühlschrank packen. Ne? Nur damit wir welche da haben, falls irgendwas ist. Gehe ich nicht. Ich gehe jetzt gerade mal nicht in den... Na komm, du kriegst auch mal eine Blume. Weil, warum nicht? Bitteschön. Ist das ein Geschenk? Oh. Sieht aus, als würdest du anfangen zu weinen. Und sie verzehrt sich angeblich wieder, tut sie aber gar nicht. Na gut, dann kann ich das Gras vielleicht doch schon mal anpflanzen, oder? Ja, komm, ein bisschen Zeit haben wir noch. Passt schon. So. Einmal flott nach da oben hoch. Und einmal das Gras anpflanzen. Für die lieben Tiere. Da müssen wir halt zusehen, dass das nicht irgendwie so schnell wieder weggefressen ist. Da eins und hier eins und hier eins und hier noch eins. So, das wird ja dann wohl... Oh, der Käse ist fertig. Den holen wir auch mal gerade ganz kurz ab. So, wenn wir das natürlich, wenn wir die Tiere direkt rauslassen, dann ist das Gras irgendwie direkt wieder weg. Das ist irgendwie doof. Das wollen wir nicht. So, zack. Ich überlege gerade, die Spring Onions... Nee, hier rein wollte ich die nicht, ne? Wo kann ich die so lange mal reintun? Komm, wir tun die so lange mal hier unten rein. Hier einfach mal, passt schon. So, und dann brauche ich natürlich noch irgendwelche Blümchen. Die nehmen wir auch mal mit. So, auf geht's. Auf geht's zur Art Show. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ist ja mehr oder weniger wahrscheinlich jetzt auch wieder so eins von den Events. Und er sagt mir nicht vorher nochmal Bescheid. Wie gemein. Hallo, Snizzle, du bist hier. Ja, was hast du denn gedacht? Hat die mir das nicht geschenkt? Habe ich das etwa mitgebracht? Okay, ich schätze, ich sollte meine Stücke besser vorstellen. Wünsch mir Glück. Viel Glück. Was ist das Ding? Warum bewegt sich das da? Okay, alle zusammen. Oh, sie schauen alle. Naja, nicht alle. Clint, der steht da nur so in der Pampa rum. Danke, dass ihr zu meiner Kunstshow gekommen seid. Wer ist er denn da hinten? Ich kenne ihn nicht und der guckt so grumpy. Der hat die gleiche Frisur wie ich. Nee, nicht ganz. Wie einige von euch wissen, bin ich in das Dorf gekommen, weil ich ein bisschen Inspiration für mein Zeichnen und meine Kunst von dieser wunderschönen Umgebung sammeln wollte. Und nun fühlt sich dieser Ort wirklich wie ein Zuhause an. Okay, ich werde jetzt einfach mal meine Skulpturen vorstellen. Ich habe dieser hier bisher noch keinen Namen gegeben. Es sollte eigentlich mal eine Übung für menschliche Anatomie sein, aber ich habe es dann doch bis zur Fertigstellung fortgeführt. Ihre Gesichtszüge sind bewusst so undeutlich. Ist sie vielleicht ein wenig peinlich berührt oder hat sie Schmerzen? Ist sie vielleicht ein kleines bisschen amused? Mir fällt gerade das deutsche Wort für amused nicht ein, auch wenn es irgendwie klar ist. Ich lasse das einfach mal für euch zur Entscheidung. Das ist ein Alien. Das sieht ganz eindeutig wie ein Alien ein. Dieses hier habe ich Post-Dimensional Null Space genannt. Post-dimensionaler
Nullraum oder so. Es zeigt die Grenzen der menschlichen Vorstellung, des menschlichen Vorstellungsvermögens. Die Form und die Farbe sind so zu mir gekommen, während ich in einer Art Trance war. Aha. So reden Künstler, ja? Dieses hier habe ich Eierkopf genannt. Ich wollte... Moment. Ich wollte eine animatronische menschliche Statue zu einem Spielzeug. Was? Keine Ahnung, irgendwas Künstlerisches. Bla. Sorry. Und dieses letzte habe ich Holzskulptur 3 genannt. Es ist, quasi eine Feier meines liebsten Skulpturmaterials, Holz. Nun ja, das sind meine Skulpturen. Oh, und eine Sache noch. Ich möchte gerne meinem besonderen Freund Snizzle danken. Er hat mir die Idee für diese Show gegeben und die Courage, es auch durchzuziehen. Ich weiß, das klingt ein bisschen cheesy, aber es ist wahr. Ich bin sehr stolz auf dich, Lea. Events wie dieses hier bringen wirklich ein bisschen Leben in unsere kleine Stadt. Yay! Ich mag deine Kunst, Lea. Der postdimensionale Nullraum ist mein Liebster. Ja, dass Demetrio sowas sagt, war klar. Der kann das bestimmt auch erklären. Danke, dass du das machst. Oh. Danke, Leute. Hallo. Okay, nun lasst uns beginnen, für diese wunderschönen Kunststücke zu bieten. Ein wirklich wunderschönes Stück für zu Hause. Höre ich 5000 Goldstücke für das Pinke? What? Das wird hier verkauft für 5... What? Holy crap. Wer ist er da? Okay. War das ihr... Die hat doch mal von ihrem Ex erzählt. War das ihr Ex vielleicht? Okay. Der Saloon wird gegen Abend immer ein bisschen belebter. Manchmal tun wir sogar eine Münze in die alte Jukebox. Ich komme eigentlich so einmal die Woche ganz gerne vorbei, um ein bisschen über die Dinge zu reden, die so passiert sind. Ja. Na, guck, was da drauf steht. Er kann nicht, dammit. Okay. So, ach komm, guck mal, Evelyn, du kriegst auch mal noch ein bisschen was. Flupp. Oh, das ist aber wunderschön. Und sehr nett von dir. Emily, hier hast du auch eine Blume. Ich verschenke heute Blumen. Dankeschön, ich fühle eine positive Energie von diesem Geschenk. Ach komm, hier. Ihr kriegt auch alle Geschenke. Oh. Jody mag keine Geschenke. Übrigens ist Jody die Mutter und die Frau von Ken. Ja, okay, sie mag das nicht. Caroline? Oh, gute Güte. Bist du dir sicher? Ja, natürlich bin ich mir sicher. Wir werfen heute mit Blumen um uns, bis es nicht mehr geht. Also bis wir keine mehr haben. So. Gute Laune überall. Wir müssen ja den komischen Grumpy Dude ausgleichen, der da doof in der Pampa rumsteht und böse aus der Wäsche guckt. So geht's ja nicht. So, guck mal, da haben wir noch eine Daffodil gefunden. Da unten, Würmchen, halt, stopp, Würmchen. Würmchen sind wichtig, vor allem auch wenn es zu einer anderen Jahreszeit sind. Kriegt man da noch vielleicht was anderes raus? Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass es nicht irgendwie in den See fällt, wenn ich das hier ausgrabe. Was so machen die? Hm, Mixed Seeds, naja. Toll.
Können wir auch mal irgendwie auf der Farm noch anpflanzen. Die müssen wir halt dann selber bewässern, weil wir keine Sprinkler mehr haben. Wir könnten natürlich noch so Gummelsprinkler bauen, aber wer will das schon? So, ich gehe mal noch in den Wald. Wir laufen mal noch ein bisschen hier rum. Hi, Demetrius. Hallo. Hat der das gekauft? Möglicherweise hat er das gekauft. So, wo wollte ich denn genau? Ich wollte noch mal hinten in die Quarry. Quarry ist richtig, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, so spricht man das aus. Da wollte ich noch mal hingehen. Vielleicht gibt es ja hier inzwischen noch was Neues. Also was Neues im Sinne von vielleicht irgendwelche Ressourcen. Aber es sieht schlecht aus gerade, ne? Nur so Steine. Aber ein Wurm. Ich sehe einen Wurm. Und Würmer können immer sinnvolle Dinge bedeuten. Tun sie in diesem Fall leider nicht. Ja, aber sie können theoretisch. So, Steine, Steine, Steine. Leider alles nur so Steine. Traurig. Dann pass mal auf. Bastop. So, ich weiß, hier ist jetzt gerade sonst nichts. Dann würde ich nämlich gerne noch. Die Mix ziehst du erstmal da gleich in die Kiste rein. So, welches ist das? Ist die richtige, ne? Ja, genau. Wir haben da noch 30 Mix-Seeds. Wir könnten das tatsächlich mal machen, ne? Übrigens läuft man auf den Beeten langsamer. Das ist ein bisschen nervig. So, ich würde sagen, wir werden jetzt hier noch ein kleines bisschen weiter Holzstümpfe weghacken. Und natürlich auch, wenn wir schon dabei sind, dann vielleicht auch die Steine. Die will ich nämlich alle hier gar nicht. Und wenn wir da früh mit anfangen, das dauert dann vielleicht ein oder zwei Tage, wie wir sowas machen. Dann haben wir aber im nächsten Herbst und so nicht so viel davon. Ich nehme an, die bleiben und dann gibt es halt noch neue. Und das wäre schon ein bisschen weniger nervig, wenn da nicht so viel ist. So, pass mal auf. Ich wollte mal ganz kurz gucken, wenn wir schon sowieso hier bei sind. Wir haben noch 200 irgendwas. Das Ding hier unten werde ich mal einfach gerade ein bisschen weghacken. Wir brauchen sowieso noch neues Futter. So viel gibt es davon gar nicht hier, ne? So. Ich überlege, ob ich hier unten vielleicht auch nochmal so normale Bäume anpflanze. Was ich jetzt aber vor allem erstmal machen wollte, war hier auch die komischen Gräser loswerden. Die haben mich nämlich ein bisschen gedischt. Können eigentlich auch erstmal da bleiben. Das passt schon so. Das ist ein Busch. Das ist ein Busch. Das war kein Baum. Ich dachte, es könnte trotzdem ein Baum gewesen sein, ne? Das war noch ein Busch. Hier lasse ich aber auch noch ein bisschen was stehen. Jetzt wünsche ich mir ja fast auch ein bisschen Regen herbei, ne? Denn nur im Regen kriegen wir tatsächlich Aale zum Beispiel, die ich ja gerade mitgekriegt habe. So, zack, ein Stein, noch ein Stein. Da unten sind noch mehr Steine und auch ein bisschen Holz. Alles weg damit. So, ich weiß, es ist schon spät, aber eigentlich haben wir ja immer relativ viel Zeit, die ich mehr oder weniger die meiste Zeit nur so vertrödel. So. Also im Sinne von, ich lege mich viel zu früh ins Bett eigentlich für die meisten Tage, an den meisten Tagen. Obwohl ich noch eine Menge eigentlich erledigen könnte. Zum Beispiel solche Sachen, um die ich mich ja nie gekümmert habe irgendwie im ersten Jahr. Das habe ich voll verpeilt, dass das vielleicht sinnvoll wäre, das zu tun. Ich wusste natürlich auch nicht, dass hier alles irgendwie nachspawnt. Was tatsächlich in gewisser Weise ein bisschen nervt, aber in anderer Weise auch wieder cool ist. Denn, also, weswegen ich das nicht gemacht habe, ist ja zum Beispiel die Tatsache, dass ich gedacht habe, es sieht halt irgendwann ein bisschen hässlich aus, wenn hier überhaupt nichts mehr steht. Wenn da keine Bäume mehr sind und so. Wir haben ja so viel Farmland hier, dass das mehr oder weniger nichts ausmacht, wenn hier mal ein bisschen noch was wächst auf den Seiten. Aber wenn man natürlich irgendwann gar nicht mehr durchkommt, ist es schon ein bisschen nervig. So, jetzt ist es langsam spät. Natürlich, hier kann ich noch ein bisschen was wegnehmen. So, dann gehen wir hier mal durch. Die Frage ist, wie lange dauert das wohl, bis das ausgebaut ist? Beim letzten Mal hat das nicht so besonders lange gedauert, ne? So, was haben wir denn noch? Was können wir noch verkaufen? Da war irgendwo ein Geode drin. Den will ich aber natürlich nicht verkaufen. Zack, 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 zack. Wir haben auch eine Menge Fiber gefunden. Das ist ja vielleicht auch nicht so schlecht. Aber Blumen, wir haben nicht so viele Blumen gefunden. Ich hätte gerne noch ein paar Blumen. Da könnte ich natürlich ein paar Mixed-Seeds anpflanzen und gucken, was daraus so wird. Außerdem noch ein paar. Sind das Erdbeeren? Das sind wilde Samen, ne? Und Winter-Seeds haben wir auch noch. Wir haben auch noch zwei so Bohnendinger. Naja, okay. Ich würde sagen, wir legen uns mal hin. Es wird ja gutes Wetter morgen. Ach, das ist doch nicht das, was wir gekriegt haben, was? Das sieht noch ein kleines bisschen anders aus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, als nächstes hat Louis Geburtstag. Der kriegt natürlich auch was. Die Frage ist, was gebe ich dem?